kriegt die Schlange aus ihrem Versteck. Bist du bereit, mein Bruder? Warum nennst du mich Bruder? Wer zum Teufel bist du? Ich bin du. Ich bin dein Schatten. Was? Frag den Vater, den du getötet hast. Ich schick dich zu ihm in die Hölle. Am besten treffen Sie ihn, wenn er kreist und Ihnen nicht die Nase zuwendet. Das ist Ihre Chance. Heizen Sie ihn mit der Stinger ein. Liquid will das jetzt zu Ende bringen. Es ist alles geplant. Die Sache mit dem Aufzug gehörte vielleicht auch zur Falle. Sie meinen, er manipulierte den Aufzug, um mich aufs Dach zu kriegen. Wir müssen den Hind zerstören. Der Hind erscheint auf Ihrem Radar. Wenn Sie Sichtkontakt verlieren, überprüfen Sie seine Position mit dem Radar. Thank you.
Das spart mir die Einäscherung. Snake, der Lift funktioniert. Repariert? Nein, komischerweise. Er bewegte sich von selbst. Er kommt auf Sie zu. Ist das möglich? Was war denn diese Explosion? Oh, ich musste den Helikopter abschießen. Abschießen? Unglaublich, Snake. Hörst du, nur um sicher zu gehen, das hier ist der Weg zum Lager, wo Metal Gear geparkt ist. Ja, der Eingang zum unterirdischen Hangar befindet sich hinten an diesem Schneefeld. Okay, versteck dich an einem sicheren Platz. Ich verzieh mich eine Weile. Ich weiß. Habe alles verstanden. Und komm mir nicht in die Quere. Spiel nicht den Helden. Okay, rufen Sie mich, falls nötig. Snake, ich habe etwas vergessen, was ich sagen wollte. Was? In meinem Labor waren 5 Tarnanzug-Prototypen. Ja und? Minus den, den ich trage, bleiben noch 4. Erste Stufe Mathe. Ich halte mit. Ich wollte einen für Sie holen. Deshalb ging ich ins Labor und... Ja? Die restlichen 4 waren weg. Dann auch der Aufzug, den ich überprüft habe. Es ist komisch. Jemand schien ihn mit Absicht gestoppt zu haben. Als du drin warst, ging da der Alarm wegen Übergewicht los. Das hat mir auch Sorgen gemacht. Der Alarm ging los und ich bin auf keinen Fall zu schwer. Wie viel wiegst du? Circa 62 Kilo. Aber der Lift hat ein Limit von 350 Kilo. Man braucht mindestens 5 Leute, um das zu überschreiten. Snake, passen Sie auf! Die Jungs mit den Tarnanzügen sind bei Ihnen da drin! Zu spät, Snake. Jetzt stirb!
Colonel, hören Sie zu. Bei den Trümmern des Hind lag ein Fallschirm. Ein Fallschirm? Sie meinen, Liquid hat überlebt? Unmöglich. Beim Sprung aus dem Pilotensessel wäre er schneller zerfetzt worden als eine Zwiebel in einem Mixer. Und wieso liegt dann da ein Fallschirm? Keine Ahnung. Eine Falle? Das oder eine Nachricht an mich. Soll wohl heißen, ich lebe noch? Vielleicht. Ich glaube eher, es heißt, dich kriege ich noch. Wie auch immer, bleiben Sie wachsam. Mach ich. Zack, sind Sie okay? Otacon, gab es noch mehr dieser Tarnprototypen? Nein, es gab nur 5. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesem Schneesturm. Das ist sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist sie! Auf jeden Fall! Otacon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Was war das denn? Snake, töten Sie sie nicht! Sind Sie verrückt? Bitte, es ist sehr nett. Sie müssen nur mit ihr sprechen.
sehr nett. Sie ist eine eiskalte Killerin. Ich kann dich sehr gut sehen. Ich hab's ja gesagt. Ich gebe die Jagd niemals auf. Du gehörst mir. Wolf! Nein! Nicht! Nimm meiner Wölfin nicht die Beute. Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehste? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf! Tun Sie es nicht! Snake, ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren? Ein Scharfschütze verrät nie seine Position. Glaubst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du, was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr. Direkt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus, oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich bin Scharfschützin. Warten gehört zum Job. Keinen Muskel bewegen. Konzentrieren.
Lungenschuss. Ich bin am Ende. Bitte, mach mir ein schnelles Ende. Ich bin Cordin. Ich habe stets nach einem friedlichen Platz wie diesem gesucht. Cordin? Deswegen nennt man sie Wolf. Ich wurde auf dem Schlachtfeld geboren und aufgezogen. Schüsse, Sirenen, Schreie. Das waren meine Schlaflieder. Jeden Tag die Hunde vertrieben, von unseren verlotterten Schuppen gescheucht. Das war mein Leben. Ich wachte morgens auf und fand wieder ein paar tote Freunde und Familienmitglieder neben mir liegen. Ich starrte in den Morgenhimmel und dachte, werde ich noch den Abend sehen? Die Regierungen der Welt kümmerten sich nicht um unser Elend. Aber dann kam er. Er rettete mich aus dieser Hölle. Saladin. Mein Held. Saladin? Sie meinen Big Boss? Ich wurde Scharfschützin. Versteckt beobachtete ich alles durch den Sucher meines Gewehrs. Nun konnte ich den Krieg von außen betrachten. Als Beobachter, ich sah die Brutalität und die Dummheit der Menschen durch das Zielfernrohr meines Gewehres. Ich schloss mich den Terroristen an, um mich an der Welt zu rächen. Aber ich brachte Schande über mich und mein Volk. Ich bin nicht mehr eine Wölfin. Im Namen der Rache gab ich meinen Körper und meine Seele preis. Und nun bin ich nicht mehr als ein Hund. Wölfe sind edle Tiere. Anders als Hunde. Auf Yupik lautet das Wort für Wolf Keglunek. Und die Aleuten bezeichnen sie als edle Cousins. Sie nennen Söldner wie mich Hunde des Krieges. Es stimmt. Wir sind alle käuflich. Aber du bist anders. Ungezähmt. Einsam. Du bist keine Hündin. Du bist eine Wölfin. Wer bist du? Bist du Saladin? Wolf. Sie haben Merrills Leben gerettet. Sie war nicht mein Ziel. Ich töte nicht aus Spaß. Ruhig. Sie sterben als die stolze Wölfin, die sie sind. Endlich verstehe ich. Ich wartete nicht darauf zu töten. Ich wartete darauf, getötet zu werden. Ein Mann wie du. Du bist ein Held. Bitte, erlöse mich. Warum? Warum? Ich habe dich geliebt. Was ist? Ein Gewehr. Gib es mir. Es ist Teil von mir. Jetzt sind alle hier. Okay, mein Held.
freue mich. Lebe wohl. Snake, Sie sagten, die Liebe blüht auch auf dem Schlachtfeld. Ich konnte Sie nicht retten. Was machen Sie? Ich gebe es der Besitzerin zurück. Ich brauche kein Taschentuch. Weshalb? Ich habe keine Tränen übrig. Ich gehe zum unterirdischen Hangar. Die Zeit läuft ab. Ich weiß. Sie werden auf sich aufpassen müssen. Trauen Sie keinem. Ja. Wenn ich Metal Gear nicht aufhalten kann, wird das Ganze hier in die Luft gejagt. Ja. Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Ich behalte meinen Kodak. Ich möchte gerne weiterhelfen. Du kannst jederzeit fort. Verschaff dir einen Vorsprung. Einen Vorsprung für dein neues Leben. Wovor kämpfen Sie? Wenn wir herauskommen, sage ich es dir. Okay. Ich werde auch suchen.
Snake, ich muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge, der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann undercover gegen die Mafia in New York ermittelte. Ja, was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Sie begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja. Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Willkommen, Kassak. Ich bin deine Endstation. Ist das nicht so, meine Freunde? Die stimmen ja. Du hast einen meiner Freunde getötet. Raben sind keine Aasgeier, wie viele Leute denken. Sie führen lediglich der Natur das zurück, was nicht mehr gebraucht werden kann. Manchmal greifen sie sogar verwundete Füchse an. Warst du im M1-Panzer? Muss für jemanden deiner Größe ganz schön eng sein. Das war doch kein Kampf. Die Raben und ich wollten testen, was für ein Mann du bist. Das Urteil ist gefällt. Die Raben sagen, du bist ein echter Krieger. Eine Illusion. Gelähmt. Der Rabe hat dich dem Tode geweiht. Blut aus dem Osten fließt in deinen Adern. Ah, deine Vorfahren wuchsen in den kargen Ebenen der Mongolei auf. Alaskische Indianer und Japaner sind Cousins. Wir teilen viele Vorfahren, du und ich. Ich habe keine Krähen im Stammbaum. Du scherzest, doch in der Tat sind Raben und Schlangen nicht die besten Freunde. Doch du wirst ein würdiger Gegner sein. Du lebst auch in Alaska. Hast du von der Eskimo-Indianer-Olympiade gehört? Ja, kenne ich. Du bist wohl ein richtiger Champion im Muktuk-Essen. Ja, da hast du recht. Aber auch in einer anderen Disziplin rage ich hervor. Sie heißt Ohrenziehen. Zwei Gegner ziehen einander in bitterer Kälte an den Ohren. Ein Test der geistigen wie auch der physischen Kräfte eines Mannes. Ich soll dich an den Ohren ziehen. Die Form ist anders, der Geist derselbe. Freue dich, Snake. Unsere wird eine glorreiche Schlacht sein. Das ist nicht glorreich, es ist einfach nur töten. Wir treiben nicht Sport. Wir werden sehen, was hinter deinen Worten steckt.
Es ist, wie der Boss sagte. Mein Dasein auf dieser Welt ist nicht länger erforderlich. Doch mein Körper bleibt nicht an diesem Ort. Mein Geist und Fleisch werden eins mit den Raben. So kehre ich zurück zu Mutter Erde, die mich trug. Snake, ich werde dir zusehen, verstanden? Snake, nimm diese Sicherheitskarte. Sie öffnet jene Tür. Wieso? Du bist eine Schlange, die nicht von der Natur geschaffen wurde. Du und der Boss. Ihr seid aus einer anderen Welt. Eine Welt, die ich nicht kennen möchte. Geh und kämpfe mit ihm. Ich werde von oben zusehen. Zuvor gebe ich dir einen Tipp. Der Mann, der vor deinen Augen starb, von Foxhound. Ein Meister der Verstellung. Er kopierte selbst das Blut seiner Opfer. Er entleerte das Blut des Chefs und benutzte es für sich selbst. Aber er konnte den Engel des Todes nicht täuschen. Der Engel des Todes? Aber weshalb all die Mühe? Weshalb den Chef verkörpern? Das ist das Ende meines Hinweises. Den Rest des Rätsels musst du selber lösen. Snake, in der Natur gibt es kein grenzenloses Gemetzel. Es kommt immer zu einem Ende. Du bist anders. Was willst du damit sagen? Der Weg, den du gehst, hat kein Ende. Bei jedem Schritt, den du tust, folgen dir die Leichen deiner Feinde. Ihre Seelen verfolgen dich auf ewig. Du findest keinen Frieden. Hör mich, Snake. Mein Geist wird dich beobachten. Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt! Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Kleines Nickerchen. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Na, da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter. Oder sagen wir, es gab eine. Aber das ist nicht die Frau, die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie ihre Papiere beschafft haben. Aber wer ist sie dann? Ich denke, eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben Sie, sie nahm am Aufstand teil? Ja, oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Doch nicht. Verhaften Sie sie, Colonel. Was? Sie hat uns betrogen, Colonel. Wir müssen sie verhören, um festzustellen, für wen sie arbeitet. Wenn sie eine ihrer Spione ist, haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Nichts. Haben Sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht?
Hat das etwas mit den mysteriösen Toten des DARPA-Chefs und des Armstech-Präsidenten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können hier eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Halt, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich werde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Naomi hat nicht merkwürdig reagiert, oder? Nein, ich glaube einfach nicht, dass Naomi eine Spionin sein soll. Das ist unmöglich. Ich will das auch nicht glauben, aber... Sagen Sie nichts.